Zwei Kandidaten pro Folge stellen sich einem Hindernisparcours der besonderen Art. Gefährliche Dinosaurier, anspruchsvolle Aufgaben und Spezialevents. All das ist Jurassic Castle. Die Regeln. Jeder Kandidat ist auf sich gestellt und tritt einzeln an. Das Ziel ist es, möglichst viele Punkte in möglichst kurzer Zeit zu sammeln. Punkte sammelt man, indem man grüne Linien überfährt. Ein Zusatzpunkt gibt es für das Überqueren der Ziellinie. Fährt man jedoch über eine rote Linie, so wird ein Spezialevent ausgelöst. Hierbei handelt es sich um besondere Aufgaben, positive Events oder sogar negative Events. Der Versuch des Kandidaten endet, wenn dieser zerstört wird, wegglitscht oder die Ziellinie erfolgreich überquert. Dann stoppt die Zeit und die bis dahin ergatterten Punkte werden gespeichert. Gewonnen hat derjenige, der nach 10 Folgen die meisten Punkte gesammelt hat. Sollten jedoch mehrere Kandidaten die gleiche Punktzahl haben, dann entscheidet die Zeit. Zu gewinnen gibt es für den ersten Platz einen 50€ Amazon-Gutschein, für den zweiten Platz einen 30€ Amazon-Gutschein und für den dritten Platz einen 20€ Amazon-Gutschein. Und der erste Kandidat für heute, das ist... Mrs. Sandstorm, also Miri, die hat auch immer Glück, die ist immer mit dabei. Ich weiß nicht, wie sie es macht, aber das ist wirklich nicht irgendwie gefaked oder so, keine Sorge, Leute. Also, Miri geht an den Start, viel Glück für dich. Und los geht's für Miri. Da bin ich ja mal gespannt, wie sie sich schlagen wird. Die hat ja eigentlich immer echt viel Glück bei diesen Mitmachprojekten, ne? Also zumindest, dass sie rankommt, aber ich glaube... Ich weiß gar nicht, ob sie schon mal was gewonnen hat. Na, wir werden sehen. Vielleicht schafft sie es ja hier in diesem Projekt. Ich würde auf jeden Fall gerne in dieser Folge mal ein bisschen mehr von der Strecke euch zeigen können. Ihr wollt ja sicherlich wissen, was noch so alles auf uns wartet. Deswegen drücke ich jedem Kandidaten, der hier noch drankommt, definitiv die Daumen. Ich meine, für die, die sich jetzt schon weit oben in der Tabelle eingeordnet haben... ist es natürlich umso besser, wenn jetzt die Kandidaten alle früh ausscheiden. Miri verliert hier auf jeden Fall schon mal kostbare Zeit. Und wird jetzt hier weggerammt. Eieiei, okay, das ist schon mal sehr, sehr bitter. Das war ordentlich Schaden. Nur noch... jetzt nur noch 56%. Also 44% hier schon verloren. Im ersten Gehege. Und auch sehr viel Zeit. Das ist gar nicht gut. Andere Kandidaten sind ja unter einer Minute schon durchgefahren. Und mit 0% Schaden. Aber das heißt noch nichts, Leute. Das heißt noch gar nichts. Man sollte aber auf jeden Fall so ein bisschen Leben behalten. Weil es kommen ja auch noch viele Huggel und Sprünge. Und da bekommt man auf jeden Fall Damage. Deshalb ist es sehr, sehr doof, wenn man dann ganz, ganz niedrig von der Gesundheit schon ist. Aber das sieht hier gar nicht gut aus für Miri. Er hat hier total Probleme. Die hängt hier fest. Braucht super lange. Und die stehen ja auch noch echt im Weg, die Paris. Oh, jetzt bleibt sie auch nochmal hängen. Oh, kurz vom Ziel, hier ist das Tor. Oh nein. Okay, sie schafft's. Sehr gut. Ja, 45% Schaden bekommen, aber der erste Punkt ist ihr sicher. Und jetzt geht's gleich schon zum Zielschießen. Das ist jetzt natürlich umso wichtiger. Event ausgelöst. Betäube ein bewegtes Ziel. 2 von 3 Pfeilen müssen... treffen. Das Ziel ist ein Ceratosaurus. Als Belohnung wird eine Abkürzung freigeschaltet. Und jetzt geht's hier direkt ans Schießen für Miri. Das ist jetzt besonders wichtig, weil sie schon so viel Schaden kassiert hat. Der Schuss sieht nicht gut aus. Oh nee, der ist daneben. Der erste Schuss sitzt leider schon mal nicht. Der war zu weit hinten und auch, glaube ich, zu niedrig.
Naja, dafür müsste jetzt auf jeden Fall der zweite Schuss sitzen. Ansonsten ist das hier schon gescheitert. Der sieht aber gut aus. Und der trifft. Da hängt er. Man sieht ihn nur ganz leicht, aber er ist drin. Da habt ihr es gesehen. Und der dritte Schuss. Bin ein bisschen spät dran. Nein, er bremst schon wieder. Und er weicht aus. Und damit ist das Ganze fehlgeschlagen. Das hat er sich neuerdings angewöhnt, hier abzubremsen. Ist euch das mal aufgefallen? Weiß nicht, woran das liegt. Hat sich eigentlich rein gar nichts geändert. Das war jetzt nochmal der Schuss für die Ehre. Der hat natürlich gesessen, aber der zählt nicht. Leider ist Miri damit bei der Schuss-Challenge gescheitert. Ja, ihr wisst, was das heißt. Der rote Weg öffnet sich. Leider nicht der grüne. Sieht jetzt gar nicht gut aus für Miri. 55% und vor ihr liegt die Triceratops Stampede. Das könnte jetzt hier schon ihr Ende sein. Na, wir werden sehen. Vielleicht schafft sie es ja. Haben ja schon einige Kandidaten geschafft, fast ohne Leben zu verlieren. Event ausgelöst. Triceratops Stampede. Das wird jetzt richtig spannend hier. Drückt dir definitiv die Daumen. Aber die Chancen stehen nicht gut für dich. Die Triceratopse kommen da auch schon angerannt, zumindest die ersten. Oh ja, jetzt kommen sie alle nach und nach. Du kriegst jetzt 1% Schaden. Das ist noch okay. Aber da kommen immer mehr Triceratopse gerade, die den Weg dicht machen. Das sieht gar nicht gut aus. Und, oh, hast du Glück. Da ist eher der Triceratops vor dir ausgewichen gerade. Und, oh, der hat dich leider gestriffen. Aber du bist noch nicht draußen. Auch gar nicht so viel Schaden bekommen. Und die anderen sind hier ein bisschen verpeilt. Der hier läuft jetzt noch los. Die anderen stehen alle links am Rand. Oh, das sieht gut aus für dich. Da hattest du richtig Glück, dass die alle hier noch grasen und noch nicht losgelaufen sind. Wow, nice. Okay, das ist besser gelaufen, als ich vermutet hätte. Das heißt, du sammelst jetzt hier gleich deinen zweiten Punkt ein. Und dann geht's weiter in das Herrerasaurus-Gehege. Dort sind ja auch schon sehr, sehr viele Kandidaten ausgeschieden. 42% ist, glaube ich, für die Stelle, an der du dich gerade befindest, gar nicht so schlecht vom Leben her. Das ist alles noch machbar. Die nächsten zwei Gehege sind halt sehr entscheidend. Oh mein Gott, du hast jetzt 4 Schaden bekommen, weil du hier gegengesprungen bist. Das ist natürlich bitter, ne? Das war ein sehr, sehr schwerwiegender Fahrfehler. Habe ich so auch noch nicht gesehen, dass da jemand gegengesprungen ist. Mal wieder ein bisschen Schaden. Das muss man halt immer einberechnen, ne? Hier sind noch relativ viele Sprünge. Im nächsten Gehege auch. Und da bekommt man auf jeden Fall ein bisschen Schaden. Oh, da hinten sind 4 Herreras gewesen. Das ist aber sehr gut. Die hast du jetzt nämlich schon hinter dir gelassen. Oh, hier bist du wieder leicht gestriffen. 34%. Also es sieht noch gar nicht so schlecht mehr für dich aus. Ich weiß gar nicht, sind hier noch Herreras? Einen sehe ich hier, 2. Oh Gott, hier sind richtig viele noch. Oh Gott, das könnte noch sehr gefährlich werden. Wenn die gleich an der falschen Stelle stehen. Du hast ja auch super Probleme gerade, vernünftig durch den Parcours zu kommen. Bleibst hier oft hängen, drehst dich oft. Und jetzt kommen ja auch die Herreras. Das war knapp. Da kommt schon der nächste. Fährst du auch dran vorbei. Und du fährst an allen vorbei. Sehr gut. Nice. Damit gibt es die nächsten Punkte. Und die nächste Challenge. Event ausgelöst. Durchquere das nächste Gehege, ohne einen Dinosaurier zu berühren. Als Belohnung wird eine Abkürzung freigeschaltet. Die ist jetzt umso wichtiger und... Oh, fehlgeschlagen. Direkt berührt am Schweif. Bitter, bitter, bitter. Das heißt, keine Abkürzung für dich. Das ist doch super ärgerlich. 30% Leben hast du. Die machen jetzt ja auch ordentlich den Weg dicht. Und es ist immer super ärgerlich, wenn man gerade reinfährt in die Challenge und die Edmontos schon so stehen, dass man... Oh Gott. Oh Gott. Alter, dass du da nicht ausgeschieden bist, grenzt ja an ein Wunder. Da wurdest du ja komplett durch die Luft katapultiert. Das war ja heftig. Aber ich wollte gerade sagen, dass es immer ärgerlich ist, wenn man direkt reinfährt und ausscheidet, weil die gerade schlecht stehen. Halt alles Glückssache, wie die sich gerade bewegen und so.
Haben wir, glaube ich, jetzt schon zweimal oder sowas gesehen. Oh nein. Der blockiert hier jetzt natürlich voll den Weg. Gott, was passiert denn jetzt? Oh, ich glaube, das sieht gar nicht gut aus für dich. Du kriegst hier nach und nach immer mehr Schaden. Hängst da total fest. Miri, du musst da raus. Oh, Schatz. Das sieht nicht gut aus, Leute. Das wird nichts mehr. Oh Gott, die Geräusche. Unzerstört, zerquetscht. Damit ist Mrs. Sunstorm ausgeschieden. Aber 3 Punkte gesammelt. Gar nicht so schlecht. Es hat, glaube ich, noch nie jemand diese Challenge geschafft. Das ist echt wichtig, dass das mal irgendjemand hinbekommt. Naja, wir schauen mal auf die Tabelle, wo du dich einordnest. Und damit ordnet sich Miri auf Platz 5 ein und weiter geht's mit dem nächsten Kandidaten. Und der zweite Kandidat für heute, das ist MMY. Ich habe ehrlich gesagt den Namen auch noch nie gesehen, scheint's neu auf dem Kanal zu sein, aber trotzdem geht's jetzt für dich an den Start. Viel Glück! Es geht los für unseren zweiten Kandidaten für heute, nämlich MMY oder MMY, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Jetzt bin ich ja gespannt, ob der sich hier besser schlägt und hier besser durchs erste Gehege vor allem kommt als Miri. Er bleibt jetzt hier auch erstmal hängen. Das ist immer gar nicht gut, wenn man an so einer Ecke hängen bleibt in einem Fachi. Das läuft hier aber relativ glimpflich noch. 7% Schaden nur. Der Pachi hat sich elegant zwischen Auto und Wand vorbeigedrückt. Er bleibt jetzt hier wieder hängen. Hat aber wieder Glück. Oder? Ah. Schnell weg hier. Der Pachi richtet sich gerade schon aus mit seinem Kopf. Die sollte man auch nicht unterschätzen, die Kleinen. Können schon ordentlich Schaden anrichten. 88%. Gleich geschafft. Nicht mehr weit zum Tor. Aber noch viele, viele Pachis vor dir. Oh, oh. Das könnte jetzt gefährlich werden. Oh Gott. Oh nein. Oh nein, er ist im Zaun. Er könnte hier wegglitschen. Oh Gott sei Dank tut er das nicht. 43%. Oh, das sah ja übel aus. Gott sei Dank ist er hier nicht weggeglitscht. Ich dachte gerade, das ist der erste Kandidat, der durch Glitschen ausscheidet. Finde ich immer noch ärgerlicher, als wenn man einen Totalschaden hat. Oh, er bleibt hier immer noch hängen. Was ist denn heute los beim Pachi-Gehege? Heute haben wir richtig Pech hier. Oh Gott. Der Pachi dreht sich zu ihm. Das könnte jetzt... Ja, er nimmt Anlauf und 6% nur noch für MMY. Ich glaube, er wird es hier nicht so weit schaffen, wenn man bedenkt, dass jetzt noch die Huggel kommen. Ah, wir wollen nichts jinxen. Mal gucken. Der erste Punkt ist auf jeden Fall ihm schon mal sicher. Und er schafft es auch noch zum Bettschießen. Event ausgelöst. Das Schießen ist natürlich jetzt hier wieder super, super wichtig. Vor allem mit nur noch 6% Leben. Boah, er zielt super spät. Das ist nicht gut. Und? Der sieht ganz gut aus. Oh nein, der bleibt auch schon wieder hängen. Was ist denn momentan hier los? Irgendwie verschwinden die immer hier und bleiben hier hängen, die Schüsse. Keine Ahnung, was das ist. Weiß echt nicht, wie das kommt oder warum das so ist. Hat sich halt gar nichts am Parcours geändert. Zweite Schuss, der sitzt. Guter Treffer. Der dritte Schuss ist gleich natürlich wieder sehr, sehr wichtig. Mal gucken, ob er gleich wieder antäuscht, der Cerato. Jetzt kommt der dritte Schuss. Er zielt auf jeden Fall schon. Oh, er täuscht schon wieder an. Also irgendwas hat sich hier geändert. Der Cerato täuscht hier jetzt immer an. Macht er doch erst seit neuerdings, oder? Das ist ja wirklich komisch. Werde ich gleich erstmal testen nach der Runde hier, ob hier irgendwas kaputt ist oder so. Aber ich benutze eigentlich immer das gleiche Safe Game für alle Kandidaten. Und es war ja auch kein Update oder so. Also es hat sich eigentlich rein gar nichts irgendwie geändert. Jeder hat hier die gleichen Chancen. Ja, dadurch öffnet sich natürlich auch hier der rote Weg. Also, dass das hier passiert, dass das hier mal wegglitscht,
Und dass er hier immer stehen bleibt, das ist, glaube ich, auch erst seit der letzten Folge der Fall. Hm, ich werde das gleich mal testen. Und falls da irgendwas fishy oder so ist, dann müssen wir mal gucken, was wir da machen. Aber eigentlich dürfte sich da halt nichts geändert haben. Ja, würde mich zumindest wundern. Event ausgelöst. Triceratops Stampede. Also wenn MMY das hier schaffen sollte, dann bin ich wirklich sehr, sehr positiv überrascht. 6% nur. Und da kommen schon die wilden Triceratopse. Macht das jetzt hier aber erstmal gut. Fährt auch so ein bisschen Slalom. Ah, jetzt bleibt er hängen. Ich glaube, das war's jetzt für ihn. Jo, er wird hier schon mal angeditscht. Und, ja, damit ist er ausgeschieden. Wurde nur ganz leicht gestreift. Aber bei 6%, da muss man halt auch nicht doll getroffen werden. 6% ist halt nicht viel. Wird jetzt hier nochmal komplett mitgenommen. Eieiei, also er wird jetzt hier nochmal komplett zerlegt von der Stampede, wie ihr seht. Schade, schade, schade. Wird jetzt immer noch weiter geschliffen. Ja, wir schauen aber auch mal bei MMY auf die Tabelle. Leider reicht es für dich nur für den letzten Platz. Aber ich hoffe, du hattest trotzdem viel Spaß bei der Teilnahme. Und das waren wieder unsere zwei Kandidaten für heute. Falls ihr in der nächsten Folge mit dabei sein wollt, dann müsst ihr jetzt einmal in die Kommentare Hashtag JC schreiben. Ganz wichtig, in die Kommentare, nicht in den Chat von der Premiere. Und falls euch das Format gefällt, lasst ein Däumchen da. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein, bleibt gesund. Euer Dandy.